Hey, freut mich, dass du unser Testvideo zum Kala Kanaloa gefunden hast. Wir betonen ja oft, dass es kein Subboard gibt, das alles kann. Trotzdem gibt es einige Modelle, die ganz schön nahe dran sind. Und genau in diese Kategorie fällt das etwas kürzere Touringboard Kanaloa von Kala. Es vereint einige Eigenschaften eines Allroundboards und kann dennoch auch sehr gut auf Langstrecken mit ordentlich Tempo eingesetzt werden. Hinzu kommen nützliche Features, eine moderne Konstruktion mit einigen Besonderheiten und ein hochwertiges Zubehörpaket. All das hat natürlich auch seinen Preis und deshalb sind wir in unserem Test auch der Frage nachgegangen, ob und für wen sich die Anschaffung dieses Premiumboards lohnt. In unseren Videos konzentrieren wir uns immer auf das Wichtigste in kompakter Form. Wenn du noch etwas tiefer in die Analyse des Boards einsteigen willst, dann findest du in der Beschreibung einen Link zum schriftlichen Testbericht auf standuppaddling.org. Dort kannst du in aller Ruhe die detaillierten Informationen nochmal nachlesen und findest auch viele Detailbilder. Wenn du dich außerdem auch für die anderen Boards des Herstellers interessierst, klick dich gerne mal in den unten stehenden Links durch unsere Seite und unseren YouTube-Kanal. Mit einem Abo und unserem Newsletter halten wir dich auch gerne automatisch auf dem Laufenden und informieren dich über attraktive Rabatte. Dieses Board hat uns der Hersteller zu Testzwecken kostenlos zur Verfügung gestellt. In der Videobeschreibung findest du auch einen Verweis auf das aktuelle Angebot. Wenn du das Kala Kanaloa über den Link kaufst, erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir unsere Kosten decken können. Du kannst uns dadurch unterstützen und dazu beitragen, dass wir auch zukünftig viele spannende Subtests realisieren können. Dein Kaufpreis ändert sich dadurch natürlich nicht. Bereits beim ersten Blick auf die Maße wird klar, dass das Kanaloa etwas aus der Touring-Klasse ausbricht. Mit 343 cm x 81 cm x 15 cm ist es ein gutes Stück kürzer und breiter als viele andere Vergleichsmodelle. Die Shape mit spitzer Nose und geradem Heck lässt aber dennoch klar erkennen, dass es zu den Touring-Boards gehört. Die Bordspitze ist dabei stark nach oben gebogen. Ein so deutlicher Nose-Rocker ist ehrlicherweise immer ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist dieses Merkmal sehr hilfreich bei stärkerem Wellengang und hält die Nose sicher über Wasser. Zum anderen schneidet sie sich bei ruhigen Bedingungen aber auch nicht so schön durchs Wasser, was für schnelle Geschwindigkeiten sehr hilfreich wäre. Beim Fin-Setup gehen die Besonderheiten weiter. Denn hier setzt der Hersteller auf drei komplett abnehmbare Exemplare im Smart-Lock-System, das wir bereits von Bluefin und anderen namhaften Firmen kennen. Dadurch kannst du die Fahreigenschaften individuell anpassen und auf wechselnde Bedingungen reagieren. Auf Langstrecken und bei glatter Wasseroberfläche kannst du mit der Einzelfinne den Geradeauslauf optimieren. Wenn es turbulenter wird oder du einfach eine verlässlichere Kippstabilität möchtest, dann sind drei Finnen wiederum besser geeignet. Mit ihnen steigt die Wendigkeit und die Grundstabilität deutlich spürbar. Das sogenannte 2+1 Setup ist deshalb auch für Anfänger optimal, um sich schnell sicher auf dem Board zu fühlen. Zu guter Letzt kannst du auf sehr flachen Gewässerabschnitten auch nur die kleineren Seitenfinnen montieren, um den Tiefgang maximal zu reduzieren. Ohne Mittelfinne hast du aber insgesamt wenig Führung, weshalb du diese möglichst bald wieder einsetzen solltest. Selbst für ambitionierte Neueinsteiger ohne Erfahrung eignet sich das Kala Kanaloa mit seiner breiten und kompakteren Form sehr gut. Für uns ist das Modell ein Top-Bindeglied zwischen dem Allrounder und sehr sportlichen Touring-Boards. Selbstverständlich gibt es dabei auch Abstriche in beide Richtungen. Ein rundliches Allrounder-Board ist sicher noch stabiler und ein schmaler Tourer ist flotter. Aber genau dieser Mittelweg zeichnet das Kanaloa unserer Meinung nach aus. Gerade für Paddler, die nicht mehrere spezialisierte Boards besitzen, ist es perfekt, um so gut wie alle Bedingungen abzudecken. In Sachen Vielseitigkeit ist auch die Tatsache zu erwähnen, dass an den vier seitlichen D-Ring ein Kajaksitz befestigt werden kann. Diese Option findet man nicht bei allen Boards der Klasse. Damit die Verwendung als Sub-Kajak aber richtig Spaß macht, solltest du abgesehen vom Sitz auch noch in ein gutes Doppelpaddel investieren. Die Fusion-Konstruktion des Boards ist ein schönes Beispiel für eine sehr zeitgemäße Variante und setzt sich aus einer Kombination von verschiedenen hochwertigen Elementen zusammen. Das Herzstück ist der sehr dichte Drop-Stitch-Kern, dessen Polyesterfäden die Ober- und Unterseite verbinden und zusätzlich X-förmig zu einem stabilen Gewebe verwoben sind. Die Gewebehülle des Kerns wird unter Einwirkung von Hitze und hohem Druck mit der stabilen Außenhülle aus UV-beständigen PVC untrennbar verschmolzen. Die Rails sind doppellagig gefertigt, wobei die äußere Schicht aus gewebeverstärktem PVC besteht. Dieses Element trägt entscheidend zur hohen Steifigkeit bei und macht die beanspruchten Seitenflächen robust gegen Beschädigung. Diese Technologie ist sehr modern und vereint Leichtbau mit erstklassiger Steifigkeit. Das spiegelt sich im leichten Gewicht von nur 9,2 kg wider. Trotzdem ist das Board sehr belastbar, 110 bis 120 kg sollten absolut kein Problem sein. Bis auf einen kleineren Kleberückstand und der am Anfang etwas schwergängigen Mittelfinne war die Verarbeitung des Testboards sehr gut. Vor allem die Übergänge und die solide verstärkten D-Ringe sind positiv zu erwähnen. Leider mussten wir feststellen, dass der weiße Druck des Paddelblatts nicht abriebfest ist. Hier solltest du aufpassen und am besten die Paddelhalter nutzen. Kommen wir zu den Features. Die Features spielen natürlich bei der Beurteilung eines Subboards eine herausragende Rolle, da sie entscheidend für die Funktionalität sind. Folgende Merkmale bietet das Kanaloa: Ein Deckpad. Das Deckpad besteht aus festem EVA-Schaumstoff. Durch die Diamantstruktur bietet es zuverlässigen Grip und eine gute Ableitung des Wassers. Die Besonderheit bei diesem Deckpad ist, es besteht aus einem Recycling-Rohstoff mit 20% Seegrasanteil. Es gibt ein großes Gepäcknetz.
Das Gepäcknetz ist an 6D-Ringen über Kreuz gespannt und bietet genügend Stauraum für Proviant und Equipment auf längeren Touren. Es gibt zwei Trageschlaufen mit abnehmbaren Paddelhaltern. Ein Griff ist mittig auf dem Schwerpunkt des Boards und zeigt dir die stabilste Standposition. Außerdem kannst du es so ausbalanciert unter dem Arm transportieren. Über die Trageschlaufe am Heck lässt sich das Board gut im Wasser handeln. Beide Trageschlaufen bestehen aus stabilem Gurtmaterial. Die Paddelhalter aus weichem Neopren sind mit einem Kala-Gummipatch verziert und über den Klettverschluss abnehmbar. Kleiner Tipp, falls sie nass werden, nach der Nutzung abnehmen und separat trocknen lassen, denn das dauert bei Neopren lange. Es gibt 6 freie D-Ringe. Einer ist am Heck für die Leash in das Gummipatch des Ventils integriert. Den enorm stabilen Ring auf der Unterseite der Nose kannst du als Abschlepp- oder Ankerring benutzen. Und es gibt noch 4 D-Ringe seitlich des Deckpads zur Montage eines separat erhältlichen Kajaksitzes. 3 komplett abnehmbare Finnen. Die 2 überdurchschnittlich großen Seitenfinnen und die Mittelfinne sind abnehmbar. Zur Montage musst du den Hebel an der Finbox öffnen. Die Fin mit dem kleinen Pin voran in die Schiene einlegen, herunterdrücken und den kleinen Hebel wieder schließen. Der Vorteil daran ist, dass es sehr bequem, schnell und unkompliziert geht. Der Nachteil, es gibt eine geringe Auswahl an Ersatzteilen und du bist dabei auf das Angebot von den bekannten Herstellern angewiesen. Wie du am besten an solche Ersatzfin herankommst, haben wir dir in einem extra Video oben in der Ecke und in der Videobeschreibung verlinkt. Es gibt eine Actioncam-Halterung. Sie dient zur Befestigung einer Actioncam verschiedener Hersteller auf der Nose. Das ist eine beliebte Möglichkeit, um Sub-Erlebnisse zu dokumentieren. Das Zubehör. Das mitgelieferte Equipment des Kala Kanaloa ist hochwertig und unterstreicht die Qualitätsansprüche des Herstellers. Gerade dieser Punkt rechtfertigt den höheren Anschaffungspreis. Schauen wir uns das mitgelieferte Zubehör mal gemeinsam an. Der Sub-Trolley-Rucksack. Es handelt sich um ein sehr gutes, silbergraues Modell mit passenden Design-Applikationen. Er besitzt ein großes Hauptfach mit umlaufendem Reißverschluss und integriertem Gepäckgurt. Es gibt noch ein kleineres, aber geräumiges Vorderfach mit Reißverschluss für kleinere Teile, zum Beispiel Fin, Repair-Kit oder Pumpenschlauch. Es gibt 2 seitliche Einschubtaschen mit darüberliegenden Riemen zur Anpassung des Volumens, ein Adressfenster und ein zusätzliches Fach am gepolsterten Rückenteil, verstellbare, breite und sehr gut gepolsterte Trageriemen und ein Brust- und Hüftgurt. Der Rucksack besitzt einen versteiften Boden mit zusätzlicher Griffmulde und integrierten Offroad-Rollen für die Nutzung als Trolley. Ein Topmodell, das definitiv keinen Vergleich scheuen muss. Eine umschaltbare Doppelhub-Luftpumpe mit Druckanzeige. Es handelt sich um ein Standardmodell. Über ein Stopfen am Gehäuse kannst du zwischen dem Doppelhub-Modus und dem Einzelhub-Modus umschalten. Beim Doppelhub-Modus pumpt die Pumpe beim Hochziehen und beim Herunterdrücken. Das ist gerade am Anfang empfehlenswert. Bei steigendem Gegendruck schaltest du in den Einzelhub-Modus und pumpst nur noch beim Herunterdrücken. Mit der Pumpe kannst du auch die Luft abpumpen, indem du den Pumpschlauch an den zweiten Stutzen schraubst. Ein Carbon-Paddel. Ein dreiteiliges Modell mit Schaft aus Carbon ist im Lieferumfang enthalten. Das Paddelblatt und der Griff sind aus verstärktem Nylon. Das Paddel lässt sich stufenlos von 1,70 m bis 2,10 m verstellen. Das Griffteil lässt sich bombenfest über den einstellbaren Klemmverschluss sichern. Leider hatte die Klickverbindung vom Paddelblatt zum Schaft beim Testboard ein klein wenig Spiel, was man aber beim Paddeln nicht spürt. Das Design der beiden Seiten des Paddels passt hervorragend zum Board. Leider ist die weiße Farbe nicht abriebfest. Eine Colt Leash inklusive Schlüsselfach. Die spiralförmige Sicherungsleine dehnt sich erst bei Bedarf auf die volle Länge aus und verhindert so, dass das Board von dir wegdriftet. Sie besitzt eine sehr breite und bequem gepolsterte Neoprenmanschette mit kleinem Schlüsselfach im Klettverschluss. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Repair-Kit dabei. In der orangefarbenen Schraubdose befinden sich 3 schwarze PVC-Patches, eine Tube Klebstoff und ein Ventilschlüssel. Damit kannst du kleinere Beschädigungen am Board selbst flicken. Der enthaltene Ventilschlüssel dient der Wartung des Ventils. Wie lange dauert das Aufpumpen? Das Board bringt ein großes Volumen mit, außerdem lässt es sich mit bis zu 20 PSI aufpumpen. In Abhängigkeit deiner Kraft und Ausdauer solltest du in ungefähr 5 bis 10 Minuten startklar sein. Für optimale Steifigkeit nutzen wir solche Boards gerne mit 18 PSI. Bedenke aber, dass Wärme und Sonneneinstrahlung den Druck schnell steigen lassen. Ist das Board für Anfänger geeignet? Ja, zumindest für ambitionierte Einsteiger. Die Kippstabilität ist logischerweise nicht ganz so hoch wie bei einem rundlichen Allrounder. Mit etwas Durchhaltevermögen steht dem Start im Stand-Up-Paddling aber auch mit diesem Board nichts im Wege. Die vielseitigen Fahreigenschaften sind aber auch dann noch optimal, wenn deine Fähigkeiten wachsen. Gibt es eine Garantie? Ja, Kala gibt eine 2-jährige Garantie. Dafür musst du dein Board aber mit der gut sichtbaren Seriennummer neben dem Finkasten beim Hersteller registrieren. Das Fazit: Es bleibt dabei. Auch im Sub-Bereich gibt es keine eierlegende Wollmilchsau. Das Kala Kanaloa ist aber in jeder Hinsicht ein gelungener Kompromiss. Die breite, etwas kürzere und trotzdem stromlinienförmige Shape verbindet Stabilität mit Wendigkeit und gutem Gleitvermögen. Unterstrichen wird dieser Mix noch zusätzlich durch das variable Fin-Setup und die praktischen Features. Seine Vielseitigkeit setzt ziemliche Maßstäbe und bietet eine sehr gute Zukunftsperspektive. Auch das außergewöhnliche Design hat uns sehr gut gefallen. Das ist allgemein der Trumpf der Kala Boards. Keine Frage.
Preislich ist das Canaloa eine Hausnummer, die nicht für jeden in Frage kommt. Der hochwertige Bordaufbau und das sehr gute Zubehör relativiert diesen Anschaffungspreis aber deutlich und führt zu einem realistischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn man dann noch bedenkt, dass es das Potenzial hat, zwei Boards zu ersetzen, dann geht der Preis absolut klar. Sehr viele Paddler starten nämlich mit einem günstigeren Allrounder und dann kommt oft schnell der Wunsch nach einem Touringboard auf. Mit kleinen Abstrichen kann das Kala Canaloa der optimale Mittelweg sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann ist das größte Lob für uns ein Daumen nach oben. Bei Interesse checkt doch gleich mal den aktuellen Preis über unseren Link in der Videobeschreibung. Durch unsere guten Kontakte in der Subszene findest du auf standuppaddling.org auch immer wieder teilweise exklusive Rabattcodes, mit denen du ordentlich sparen kannst. Wir würden uns sehr freuen, wenn du auch in Zukunft regelmäßig bei uns vorbeischaust. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.